Kaum ein Bereich ist so sensibel wie das Ferkelnest in der Abferkelbucht. Hier müssen beide Belange erfüllt werden. Die Ferkel brauchen Sauerstoff, aber keine Zugluft. Die Sau braucht genügend Frischluft. Und das ist ein sensibler Punkt, der intensiv geplant und ausgeführt werden muss. Bereits bei der Anordnung der Zuluft werden hier häufig Fehler gemacht. Die Sau braucht zwar genügend Frischluft im Atmungsbereich, aber es darf im Ferkelbereich nicht zu Zuglufterscheinungen kommen, weil die Ferkel dann die Liegefläche verlassen. In diesem Fall hat sich der Lochplattenkanal sehr gut bewährt, weil er für ausreichend Zuluft im Saunbereich sorgt, ohne die Ferkel mit Zugluft zu belasten. Zu der zwar häufig angewendeten Form der Nasenlüftung würden wir auf gar keinen Fall raten. Gerade in der Praxis sind immer wieder Fälle aufgetreten, wo das Liegeverhalten nicht optimal ist. Die Ferkel verlassen das Nest. Die Sau ist zwar noch halbwegs gut versorgt, außer bei niedrigen Temperaturen im Winter, aber in den Ferkelnestern entsteht häufig Zugluft, die zu einem Vertreiben der Ferkel aus diesem Bereich führt. Eine ganzflächige, diffuse Zuluftführung über eine Trapezdecke ist überhaupt nicht für den Abferkelbereich geeignet. Sie erfüllt weder die Belange der Sau noch die Belange der Ferkel und kann nicht zu einer gleichmäßigen Zuluftverteilung im Abferkelbereich sorgen. Ideal ist es, wenn die Ferkel gleich nach dem Säugen das Ferkelnest wieder aufsuchen. Dadurch ist die Wärmeversorgung sichergestellt und Entrückungsverluste werden weitestgehend vermieden. Auf so einer Fußbodenheizung fühlt man sich ja auch wohl, wie man hier deutlich im Bild sehen kann. Ein Neugieriger ist natürlich immer dabei, das kennen wir aber aus dem wahren Leben. Aber dann husch husch ins Körbchen. Bei korrekt ausgeführter Fußbodenheizung und hydraulischem Abgleich ist eine Nestheizung auch ohne Infrarotlampe ohne weiteres möglich. Bedingung ist eine isolierte Abdeckung. So wie wir es hier im Bild sehen, die Ferkel werden ausreichend mit Wärme versorgt. Die punktuelle Wärme der Infrarotlampe ist nicht da und man hat ein optimales Wärmeverteilungsbild. Die Abdeckung reduziert thermische Luftströme nach oben und verhindert, dass kalte Umgebungsluft in den Ferkelnestbereich gelangt. Keine Infrarotlampe. Ganz wichtig, braucht kein Mensch. Bedingung dafür sind eine korrekte Regelung, eine korrekte Hydraulik und Verteiler, die für die einzelnen Stränge einstellbar sind. Er zeigt neben der normalen Raumtemperatur, die wir hier oben sehen, auch die gewünschte Bodentemperatur und die tatsächliche Bodentemperatur an, gemessen in diesem Falle im Rücklauf, also nicht direkt auf der Roste, sondern im Rücklaufbereich. Und das ist eine Referenztemperatur, die man nachher entsprechend das Liegeverhalten einstellt und danach regelt der Regler automatisch die passende Temperatur und fährt bei warmen Tagen auch gegebenenfalls die Fußbodenheizung runter. Und messen wir grundsätzlich nicht mit dem Laserthermometer, sondern da gibt es ein spezielles Thermometer für Fußbodenheizungen. Das hat eine Kontaktplatte und einen Teller, der aufgesetzt wird, möglichst immer an derselben Stelle der Roste, und misst dann unabhängig vom Reflexionsgrad tatsächlich die Oberflächentemperatur der Bodenheizung. Wichtig ist, dass keine Fremdkörper unter dem Kühler sitzen und dass er dann stramm aufgesetzt wird. Der Rücklauf zeigt eine Temperatur, das ist also die kälteste Temperatur, am Regler von 31 Grad, 32 Grad an. Auf dem Boden haben wir knapp 36, das könnte man noch etwas höher stellen. In der Geburtsphase empfehlen wir so etwa 38 bis 39 Grad, aber 36 haben wir im Schnitt. Gucken wir gleich nochmal bei der letzten Bucht, wie sich das da darstellt, aber das wird ähnlich sein. Wie gesagt, kein Laserthermometer verwenden, sondern
diesen speziellen Temperaturmesser und immer an derselben Stelle der Roste ansetzen, damit man nicht mal auf den Rohren ist und mal daneben. Bei Polymerbetonrosten ist das relativ gleichmäßig. So wollen wir das eigentlich haben. So wie sie jetzt liegen, ist es eigentlich optimal. Aber durch die ausströmende Luft ist das Liegeverhalten nicht immer optimal durch dieses Zuluftsystem. Also Zuluft grundsätzlich über Lochplattenkanal, der hier fehlt, vor Kopf der Sau. Nur das Liegeverhalten wollen wir zum Beispiel nicht. Und das hat augenscheinlich mit dem Problem zu tun, dass die Zuluft über die indirekte Trochlüftung in das Ferkelnest gelangt und dazu hohen Luftgeschwindigkeiten führt, was zu diesem nicht optimalen Liegeverhalten führt, was wir sonst überhaupt nicht kennen, weil hier ist alles richtig gemacht, Abdeckung, Fußbodenheizung, alles korrekt geregelt und trotzdem solch ein Liegeverhalten, das ist nicht optimal. Aber aufgrund der Rauchprobe klar erkennbar, hier sieht man das nochmal deutlich, die Luft geht seitlich weg. Hier ist dieser Schlitzkasten, wo die Luft rauskommt und geht dann einmal hier rum. Das stört es nicht so sehr, aber leider auch darum und drückt dann in den Liegebereich der Tiere und das nehmen die negativ wahr. Hier können wir jetzt deutlich sehen, wie die Luft sich mit relativ hoher Geschwindigkeit in die Abdeckung bewegt oder unter die Abdeckung. Und das ist nicht gut fürs Liegeverhalten. Hier sehen wir den Zuluftschlitz. Die Luft drückt unter dem Troch und geht dann zum Teil zur Sau, aber zum großen Teil auf dieser Seite entlang, wird hier geblockt und geht hier in die Ferkelnestabdeckung. Mit den negativen Folgen, dass die Ferkel nicht optimal liegen. Jetzt kommt der nächste Versuch. Das sieht schon wesentlich besser aus. Durch das Brett verhindern wir, dass zu viel Frischluft, ein bisschen drückt noch drunter her, aber das macht nichts. Das stört uns nicht, weil die Ferkel müssen auch Luft haben. Aber den Schwung zum Ferkelnest, den haben wir jetzt raus. Das heißt, die Luft kann jetzt nicht mehr, das reicht völlig aus, Jürgen. Das sieht gut aus. Wie, guck mal, wie schön sich das beruhigt. Siehst du? Mhm. Dahinter ist fast Windstille. Ja. Sieht gut aus. Das kann so bleiben. Das ist das Bild, was wir im Abferkelstall sehen wollen. Die Ferkel sollen möglichst schnell wieder in die Nestzone zurückgehen. Die Sau soll nicht belastet werden mit der Wärme. Trotzdem soll sie ausreichend Zuluft bekommen. So soll es aussehen. Das können wir erreichen. Vielleicht könnten wir mit diesem Video einige Tipps geben. Ansonsten stehen wir gerne mit Rat und Tat zur Seite. Fragen Sie uns, wir helfen Ihnen dort gerne weiter. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit.